Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Chris und ich heiße euch willkommen zur nächsten Folge von Anno 1800 in der Combat Overhaul Mod. Nachdem wir gestern, was heißt gestern, in der letzten Folge, Willi die erste Insel abgeluchst haben, hier hinten, ist es jetzt an der Zeit, Nägel mit Köpfen zu machen und gegen seine Hauptinsel zu ziehen. Unsere Flotte, unsere Armada versammelt sich schon vor den Toren seiner Hauptstadt. Hier drüben wird noch das neueste Schmuckstück unserer Flotte gebaut, was hoffentlich dann in dieser Folge auch fertig ist, sodass wir angreifen können. Ich muss gleich mal nachschauen, wie lange es noch dauert. Und an unserem Haupthafenbereich werden Kanonenboote gepumpt, als gäbe es kein Morgen mehr. Das heißt, Operation Schutzschild wird tatsächlich direkt nochmal in die zweite Runde gehen. Und wir starten direkt mal ins Game rein und gucken, was wir jetzt zu tun haben. Die Insel werden wir ihm wahrscheinlich einfach abkaufen. Also hier werde ich mir den Kampf sparen. Uns gehören ja schon alle Chairs und in knapp 200.000 Credits gehört uns dann auch die Insel. Ich habe das Gefühl, hier geht uns gerade schon wieder irgendwas aus. Ja, Rum und Kaffee. Was kommt hier an? Bretter. Schauen wir mal ganz kurz, was hier alles an... Okay, da kommt Rum. Also Rum haben wir mittlerweile ausgeglichen. Dass es immer aufgefüllt wird, wenn es hier auch leer wird. Ja, gucken wir mal ganz gut, wie viel haben wir denn auf der Kaffeeroute? Zwei Schiffe. Einmal den Schluckspecht und einmal die Pilente oder Pilante. Was weiß ich, wie man es ausspricht. Ups, da wollte ich nicht hin. Ich wollte auf die Weltkarte mal kurz. Schauen wir mal kurz, wer hier angefahren kommt. Die sehe ich nicht mehr. Der Pfau. Jetzt hoffe ich nicht, dass beide Kaffeeschiffchen gerade beide hier sind. Ne, es ist keins hier. Die müssten also beide gleich in unserer Welt entsprechend ankommen. Ja, müssten dann doch tatsächlich die da vorne befindlichen Schiffe sein oder die Schiffe, die jetzt gleich hier ankommen. Eins von beiden. Aber alles halb so wild. Wir gucken mal kurz auf unsere Inseln. Das dürfte hier die Kaffeerösten. Ne, das ist die Rumbrennerei-Insel. Wie viel haben wir denn hier aktuell auf Lager? 300 Tonnen. Und wie sieht's hier aus? Das war Kaffee, ne? Hier war doch... Ja, genau, Kaffeeplantagen. Wie viel haben wir hier auf Lager? 63 Tonnen nur. 1, 2, 3, 4 insgesamt Produktionslinien. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal ausbauen. Hier hinten können wir uns auf jeden Fall auch noch breit machen. Sollte nicht so das Problem sein. Brauchen natürlich dafür dann noch ein paar mehr Einwohner. Und müssten hier weiter upgraden. Aber wir haben ja genug gebaut. So, schauen wir mal. Holen wir uns vielleicht nochmal 600. Das müsste reichen. Um dann jetzt noch weitere ausreichende Linien aufzubauen. Hier fehlten uns die Stahlträger, ne? Ja, wie viel Öl kriegt der mit? 500. Oh, perfekt. Das heißt, der wird jetzt direkt vollgeladen mit Öl. Oder? Ja doch, 400 Tonnen Öl auf dem Weg in die alte Welt. Das heißt, unser Ölhafen müsste hier ja dann tatsächlich so ein bisschen aus den Nähten platzen langsam gleich. Und wir könnten vielleicht tatsächlich noch ein weiteres Kraftwerk in Betrieb nehmen. Müssen wir tatsächlich mal gucken, ob wir das nicht hinbekommen. So, wie sieht's hier aus? Hälfte der Zeit ist durch. Ah, dürfte eine knappe Kiste werden. Aber wenigstens, oh, wenigstens gegen die Prinzessin dürften wir dann gut dastehen. So, unsere Armada... Mal wieder auf 1 gelegt, ziehen wir hier hoch. Und dann werden wir tatsächlich jetzt gleich direkt Hollywood Reif in den nächsten Konflikt einstarten. Wir ziehen die mal kurz ein Stückchen zurück, damit wir unsere Kanonenboote entsprechend darüber positionieren können. Willi macht hier ein bisschen Stunk mit einem, mit einem Handelsschiff, also alles halb so wild. So, was haben wir hier? Kaffee. Der dürfte wahrscheinlich ganz wenig, okay. Na, es kommt von allem irgendwie so ein bisschen hier gerade an. Unser Einkommen ist ein bisschen stark abgesackt. Rum ist noch nicht geliefert. Der kommt jetzt erst an. Okay, jetzt kommen die 150 Tonnen Rum an. Da müssen wir auf jeden Fall nachsteuern. Also das ist, glaube ich, noch eins der Hauptprobleme im finanziellen Aspekt. Dass unsere Versorgung mit den Luxusgütern Rum und Kaffee oder mit dem Luxusgut Rum und dem Hauptgut Kaffee noch nicht so hundertprozentig abgedeckt ist. Müssen wir mal gucken, wie weit die Kanonen jetzt hier schießen können. Hat ja doch ein paar Artillerien hier. Ja, doch bis hier ungefähr.
Das heißt, hier kann ich in Ruhe aufbauen. Splitten wir das hier alles mal schon mal so ein bisschen auf. So, verteilen wir hier alles mal ein bisschen. N mag anscheinend wieder, dass sie. Anscheinend hat sie direkt gemerkt, dass wir hier einen weiteren Angriff rübergehen werden. So, gucken wir mal, dass wir das hier alles so ein bisschen verteilt bekommen, dass wir mit den Kanonenbooten gleich auch entsprechend vorfahren können und am besten alle Minen mitnehmen, die irgendwo hier im Weg sind. Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht in die Reichweite fahren. Na, komm zurück, nicht reinfahren in die Reichweite. Und damit dürften wir dann tatsächlich die nächste Insel einnehmen können. Unsere Flotte müsste auf jeden Fall mehr als stark genug sein. So, sie darf auch general, sie darf auch direkt angreifen. Okay, auf den wird nicht geschossen. Das finde ich ja faszinierend. Die Kanone zielt anscheinend gerade nur. Und ich werde jetzt tatsächlich gar nicht lange um den heißen Brei drumherum reden. Und wir werden quasi jetzt direkt angreifen. Wir schicken als erstes unsere Hauptangriffsflotte los. Und wenn die jetzt Gas geben, schicken wir unsere Kanonenboote einfach rein. So, ein paar Sekunden noch. Und jetzt schauen wir uns das Spektakel mal wieder an. So, noch ein bisschen. Los geht's, Kanonenboote. Hoppla, Kinomodus fast verlassen. Schauen wir uns das Spektakel nochmal an. Ich bin noch vom letzten Mal beeindruckt. So, lange dürfte es nicht mehr dauern. Boah. Ich muss echt sagen, das ist echt Hammer. So, die fangen an zu feuern, wie bekloppt. Lassen wir mal kurz ein bisschen den Modus noch an. Versuchen hier ein bisschen die Hafenartillerien außer Gefecht zu setzen. So, gehen wir mal zurück, schauen, wie es läuft. Aktuell läuft es ganz gut. Wenn hier alle auch schießen würden, entsprechend. So, erstes Schiff haben wir verloren. Wir fokussieren gut die unterschiedlichen Schiffe. Hier kommt er mit einer Ironclad reingefahren. Flachtholzer machen ordentlich Rambazamba. Wir müssen als erstes tatsächlich diese ganze Artillerie hier außer Gefecht setzen. Haben wir hier noch eine? Das ist auch eine, ne? Ja, die müssen wir auch noch wegmachen. Die machen zu viel Schaden. Haben wir hier sonst noch eine Hafenartillerie? Nee, sonst hält sich's tatsächlich stark in Grenzen. Ich denke mal, wir können anfangen, auf den Hafen zu feuern mit unserer Schlachtschiff-Armada. Auch die großen. Ah, super. Das kriegen wir auf jeden Fall hier auch mit eingesackt. Dürfte nicht so das Problem sein. Da kommt die Prinzessin. Will die mitmischen? So, wunderschön. Also wir verlieren hier tatsächlich das ein oder andere Schiff, aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde, wir hätten ein Problem. Wie viele Kanonen haben wir aktuell? 100 Tonnen. Das heißt, wir werden tatsächlich jetzt auch erstmal wieder zwei Kriegsschiffe hier rausjagen und mal kurz Abstand nehmen von unserem Vorhaben, hier so viele Kanonenboote als Schutzschild zu benutzen. Was verlieren wir hier? Ein Schlachtkreuzer. Wir ziehen mal kurz unser Schlachtschiff ein Stück zurück, das würde ich nämlich ungern verlieren. So, jetzt machen wir mal ganz kurz hier aus dem Hafen kleinen Prozess. Weil der hält die Moral noch mit Abstand am stärksten hoch. So, kurz das Schlachtschiff ein Stück zurückziehen. So, und jetzt können wir weiter feuern. Haben wir hier noch eine Kanone auf der Seite? Da ist noch eine Kanone. Der Hafen gibt jetzt gleich den Geist auf.
Das einzige Problem, was wir natürlich jetzt haben, ist, dass unsere Flotte jetzt doch schon ein bisschen dezimiert wurde und wir tatsächlich aufpassen müssen, dass wir jetzt nicht in das Problem kommen, dass jemand anderes unsere vielleicht kurzfristige, ein bisschen zunehmende Schwäche ausnutzt. So, den Reparaturkahn und dann haben wir es jetzt gleich. Dann ist Willi seine Hauptinsel los. Und die Insel kaufen wir uns jetzt gleich. Das heißt, wir haben tatsächlich unseren ersten NPEC-Kontrahenten dann jetzt ausgehebelt. Wir hätten es mit Sicherheit auch schon früher machen können. Also alles außer Frage. Aber wir wollten das Spiel ja auch nicht langsam gestalten und ich musste mich in manchen Sachen auch noch zurechtfinden. Dementsprechend bin ich ganz froh, dass sich das doch so lange gezogen hat und wir doch so viel gelernt und mitgenommen haben. Auch danke natürlich an euch, Donald und T-Doc, die permanent so viel Tipps und Hinweise geben und dafür sorgen, dass ich hier halbwegs gut durch diese Partie durchgekommen bin bisher. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz die Schiffe hier hinschicken. Und die schicken wir kurz mal alle hier gegenüber hin. Die sollen mal kurz hier in den Dockyards hier Platz nehmen und entsprechend repariert werden, während wir die anderen Schiffe hier stehen lassen. Jetzt haben wir natürlich den Vorteil, dass wir Willi hier eine Insel abgeluckt haben, also quasi eine Hauptinsel, die dazu auch noch beiträgt, Öl zu liefern. Das heißt, wir könnten hier quasi jetzt tatsächlich echt auf einer zweiten Insel eine richtig große Industrie aufbauen oder das Öl ohne große Probleme. Ohne große Probleme rüberschiffen auf unsere Hauptinsel. So, das müsste passen. Danke, Donald, für den Tipp mit dem Pinsel. Jetzt habe ich es endlich auch mal gerafft, wie das zu funktionieren hat. Echt cool. Insel ist gesichert. Willi ist quasi besiegt. Abgesehen von der neuen Welt, wo er noch ein bisschen was hat. Aber auch hier dürfte das nicht mehr lange dauern. Seine Armada hält sich hier halt auch stark in Grenzen. Das Einzige, was uns hier davon abhält, die Inseln alle einzunehmen, ist natürlich wieder die starke Hafenverteidigung. Um die werden wir uns dann tatsächlich noch in Zukunft kümmern müssen. Hier können wir nochmal ganz kurz die Items von den versenkten Schiffen einsammeln. Und dann unsere Schiffe wieder vor den Hafen stellen. Hier wird fleißig repariert. Die können hier ruhig mal warten. Gleich ist unser großes Schiff fertig. Da freue ich mich tatsächlich dann richtig drauf. Dann nehmen wir die Insel hier noch ein. Und dann können wir uns eigentlich tatsächlich im nächsten Atemzug direkt Beryl zuwenden. Und ihr den Krieg erklären. Ich würde Beryl sogar echt gerne am liebsten direkt ihre Hauptinsel wegnehmen. Weil das nämlich die Insel ist, wo auch sie irgendwo einen Ölhafen hat. Da hinten. Und entsprechend Schlachtschiffe produzieren kann oder Schlachtkreuzer. Und das will ich eigentlich so schnell wie möglich auch irgendwie unterbinden. Und die Prinzessin ist halt nochmal ein ganz anderes Kaliber. Dafür müssen wir tatsächlich jetzt nochmal ordentlich Schiffe pumpen, um da dann gegen bestehen zu können. So, hier können wir aber tatsächlich mal kurz nebenbei, wir haben ja ein paar Sekunden Zeit. Und müssen uns jetzt ja auch nicht großartig stressen, hier jetzt ruhig mal ein bisschen Ortschaft ausplanen. Man darf den Inselbau jetzt ja auch nicht vernachlässigen. So, und Schluss am Ende des Tages wollen wir ja auch hier eine schöne Insel haben. So, am nächsten Wochenende wird wahrscheinlich auch wieder ein schöner Stream stattfinden. Also wie eigentlich fast jedes Wochenende. Mal gucken, ob wir da nicht dann auch nochmal Military Mod im Stream wagen oder ob wir uns dann doch noch mal mit den großen Hunden anlegen werden. Also ich bin tatsächlich geneigt, so schnell wie möglich noch mal in eine Runde zu springen gegen die richtig starken Gegner. Oder das, was T-Dog vorgeschlagen hat. Hoppla, wieso habe ich es abgerissen? Ich wollte kopieren. Oder das, was T-Dog vorgeschlagen hat, die Kombination, in der die gegnerischen NPCs in eine Koalition eintreten und sich gegenseitig unterstützen. So, haben wir hier jetzt gleich schon mal ordentlich was ausgeplant. Ihr kriegt natürlich auch eine Kirche. Wir haben hier drei Lehmgruben auf der Insel. Also an für sich weiß ich gar nicht, wie es besser laufen könnte aktuell rein inseltechnisch. Jetzt lassen wir hier erstmal in Ruhe Holz sammeln. Haben hier auch direkt den Konto eingenommen mit 500 Lagerplatz. Das heißt, das kann jetzt hier ruhig mal weiterlaufen.
So, wie sieht's jetzt hier aus? Wie viel brauchen wir noch? Ach du Kacke, jetzt ist das Ding auf einmal eine Million wert. Ah, bestimmt, weil er jetzt hier auch fleißig anfängt aufzubauen. Wir haben ihm ja alles andere weggenommen. Wie viel Einkommen kriegen wir denn dadurch? Vielleicht behalten, lassen wir ihm die Insel dann doch noch. 2600. Okay, wie sieht's hier aus? Kaffee ist mal wieder aus. Und dann sollten wir vielleicht die Hochräder tatsächlich jetzt demnächst mal produzieren. Wo haben wir Kautschuk? Nirgendwo. Wir könnten ihm die Insel abkaufen. Wie teuer ist die denn? 600.000 und 85.000. Da müssen wir tatsächlich erobern. Abkaufen bringt da nichts. Die Hochräder würden aber tatsächlich dann nochmal. Oh, Grafikfehler. Geht der weg? Sieht ein bisschen. Ah, jetzt hat sich aufgelöst. Entschuldigung, keine Ahnung, was das war. Arno scheint in letzter Zeit ab und zu mal so einen kleinen Bug zu haben, wo es meint, mich ärgern zu müssen. Die Hochräder würden natürlich nochmal einen ordentlichen Boost bei Geld bringen. Und ha, der Schmuck natürlich auch, ne? Wobei, für den Schmuck bräuchten wir, glaube ich, in der Tat noch mehr Gold hier, oder? Ja, wir sind bei 0 Tonnen. Ah, nee, das funktioniert nicht. Da müssen wir nochmal schauen, wie wir das machen. Wir warten jetzt erstmal auf das Schlachtschiff, bauen unsere Nachbarinsel auf. Und werden dann hier, glaube ich, tatsächlich auch nochmal richtig weit in den Bevölkerungsschichten durchgehen. Warum auch nicht? Auf der Insel bietet sich das ja sogar platztechnisch an, hier nochmal ein bisschen weiter zu gehen. Und wir könnten ja mit Sicherheit auch noch ein bisschen Handel betreiben, sodass wir hier nicht alles auf der Insel aufbauen müssen. Ihr Hafen wird angegriffen. Was mache ich hier? Irgendeinen Mumpitz. So, das wollte ich machen. Muss ja nicht alles gleich aussehen. So, das haben wir schon mal. Stadtzentrum steht. Ortschaft wird hier gleich erblühen. Und dann gucken wir mal, wie wir weiterkommen. So. Wo wollen die denn hin? Okay. Kann mir jemand erklären, auf was für eine Insel die jetzt gerade Kurs genommen haben? Ah, ich könnte die aber mal ganz kurz auf Verteidigen stellen oder auf Stehen bleiben. Nicht, dass meine Flotte gleich auf die Idee kommt, hier irgendwo richtig Rambazamba zu machen und sich gegenseitig oder sich aufrauchen zu lassen, weil die in irgendeinen Hafen folgen. So, wir warten auf jeden Fall jetzt noch, bis wir unser schönes neuestes Schmuckstück gesehen haben. Ich weiß ja nicht, Donald, ob du es mittlerweile schon zu Gesicht bekommen hast. Aber ich konnte es mir einfach nicht nehmen lassen, das dieses Mal zu produzieren. Und dann schieben wir auch direkt ein Schlachtschiff hinterher. Wo werden wir angegriffen? Ach, Willi greift die Rückseite an. Das ist natürlich jetzt nicht so schön, aber tendenziell auch erstmal kein Problem, weil wir ja unsere Schlachtkreuzer hier haben. Die schicken wir jetzt einfach mal dahin. Die sollen tatsächlich jetzt mal ein bisschen aufräumen gehen. Ah, der hat Stahl gebracht, habe ich ganz vergessen. Und laden das hier mal ab, dann können wir unsere Ölproduktion hier entsprechend noch besser machen. Den Ölhafen sollten wir auf jeden Fall nicht wegschießen lassen. Ah, er haut ab. Er versucht zu flüchten. In welche Richtung? Gen Norden? Okay, könnte ich auch hier abfangen, habe ich kein Problem mit. So, aber jetzt das grande Finale zum Ende der Folge. Wir springen in die alte Welt. Und schauen uns das neueste riesengroße, wow, Schmuckstück unserer Flotte an. Das ist echt ein Brecher. Wollen wir denn hier eins von unseren? So, da ist ein Schlachtkreuzer. Und hier haben wir eins unserer Schlachtschiffe. Haben wir ein Schlachtschiff verloren? Anscheinend ja. Ziehen wir mal ein Schlachtschiff kurz daneben. Komm, kämpf dich raus. So, jetzt haben wir den direkten Vergleich. Das originäre Schiff aus dem normalen Anno. Dann das Schlachtschiff. Und am Ende dann die Dreadnought-Klasse. Hammer. 20.000 Lebenspunkte, 275 Schaden pro Sekunde. Fast in allen Bereichen nochmal doppelt so stark wie das Schlachtschiff. Ich bin wirklich beeindruckt und freue mich schon darauf, dass Beryl mit dem Schiff dann zeitnah Bekanntschaft machen wird. Was für eine Reichweite haben wir hier? Bis hier? Ja, geringfügig größer.
Oh, das freut mich wirklich. Und ich glaube, dass das auch tatsächlich der krönende Abschluss nach dieser sehr erfolgreichen Folge ist. Es freut mich, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Und ich hoffe, dass ich euch in der nächsten Folge wieder begrüßen kann, wenn es dann aller Wahrscheinlichkeit nach gegen Beryl geht. Willi, werden wir die Insel. Wie hat der jetzt hier schon wieder einen Ölhafen? Das gibt's doch nicht. Wie kann er hier schon wieder eine Dampfschiffswerft betreiben? Ohne Strom. Ah ne, da ist ein Kraftwerk. Egal, ich verliere den Überblick. Ich wollte mich verabschieden. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Ich freue mich darauf, euch in der nächsten Folge wiederzusehen. Bis dahin, euer Chris.